auch gleich, wo ihr ganz viele Informationen auch im Nachgang findet. Jetzt solltet ihr meinen Bildschirm sehen in Form eines Etherpads. Das steht hier oben, steht die Adresse, beziehungsweise hier steht auch nochmal meine E-Mail-Adresse. Es ist ganz, oha, es muss neu laden. Es ist ganz offensichtlich, dass wir bei dem Thema 3D-Druck, Making, sehr individuelle Voraussetzungen haben. Die Sarah schreibt auch, sie bekommen nach den Ferien 3D-Drucker und wollen irgendwas in Naturwissenschaften machen. Das ist so ein Fall, ihr dürft total gerne eine E-Mail kurz dann an mich schreiben und wir telefonieren mal dann noch konkret dazu, was man in den Fächern machen kann, denn es ist sehr individuell, wie das Setting aussieht und das lohnt sich, wenn man da einfach so ein paar Sachen mal bespricht. Das heißt, wenn Fragen auftauchen, einfach kurz eine E-Mail an mich schreiben gerne. Und hier ist nochmal der Link auch zu diesem Etherpad, wo ihr nochmal nachschauen könnt. Ein, zwei Sachen haben wir hier auch für euch verlinkt. Genau, dieses Zitat, das ist aus dem Maker Mindset. Das ist von diesem Dale Doherty. Das ist sehr beschreibend, denn bei diesem Making geht es eigentlich gar nicht so sehr um krass viel Technik. Es wirkt immer so, als wäre jetzt da unglaublich viel so Nerd-Technik-Kram und tatsächlich sind es häufig so Leute, die da abhängen in solchen Fab Labs oder in solchen Makerspaces. Aber es ist eigentlich viel mehr im Vordergrund, was ich da so gefettet habe. Es dreht sich um die Gemeinschaft, die da in irgendeiner Form entsteht, in so einem Maker-Raum, wie auch immer man das nennen möchte. Und es geht auch so ein bisschen um informelles Lernen, also um informelle Lernmethoden. Learning by Doing steht da, ist so ein klassisches Stichwort. Also das Prinzip ist eigentlich, dass man in einer Form von Gemeinschaft sich austauscht zu Projekten, zu Ideen, gemeinsam irgendwelche Sachen auch, Projekte umsetzt und dabei unglaublich viel lernt und lehrt. Das, was man im Prinzip so in der Schule idealerweise auch machen sollte. Und hier unten drunter habe ich noch so das, was bei mir immer so ein bisschen mir so vorschwebt, wenn ich so an den Makerspace bei uns denke, ist so dieses Prinzip Make, Share, Care im Fab Lab München. Das Fab Lab ist ein Verein, in dem auch solche Making-Projekte umgesetzt werden können. Da ist so dieses Credo Make, Learn, Share. Und dann gibt es noch dieses DIY, DIYO, das heißt so viel wie Do It With Others. Finde ich eigentlich auch ganz cool, weil ich hätte jetzt klassischerweise immer gesagt, so als einfachstes Beispiel, eigentlich ist Making so das typische Do-It-Yourself. Du machst so ein bisschen Häkeln, Stricken, werkelst so ein bisschen Holzverarbeitung, was man klassisch kennt. Und da kommt jetzt beim Making halt Elektronik noch mit dazu. Das heißt, ich habe halt eine Mütze, die häkel ich, baue einen kleinen Sensor rein mit einer kleinen LED-Anzeige und die zeigt mir die Temperatur, keine Ahnung, irgendwie sowas. Also eine Kombination aus vielleicht klassischen Bereichen und neuen technologischen Ansätzen so. Und es ist aber noch viel mehr, nämlich dieses Do It With Others. Es ist eigentlich wirklich immer so eine Gemeinschaft, die sich dort bildet. Man schaut bei anderen rein und man kommt in so einen, hey, was machst du da? Ah ja, interessiert mich eigentlich. Also es ist so auch ein Typ Mensch, der sich dort so ein bisschen rumtreibt. Nicht der Nerd, sondern der interessiert ist und der sich gerne auch irgendwo beteiligt. Das ist ganz cool. Genau, jetzt würde ich nur kurz sagen, was dieser Einsatz im Unterricht, was das betrifft oder in der Schule. Also ich würde es in mehrere Teile untergliedern. Es gibt so den Klassiker, den man im besten Fall auf irgendwelchen Messen sieht oder wenn irgendjemand so 0815 überherkommt und sagt, wir machen jetzt mal Making. Dann kommt man ganz schnell zu den 3D-Druckern, die wir heute jetzt als Schwerpunkt so ein bisschen anschauen wollen. Und dann kommt ganz häufig so dieses Demonstrationsmaterial. Das habe ich hier hinten so ein bisschen aufgebaut. Da gibt es durchaus spektakuläre Beispiele. Hier, dann kann man diesen Skelettkopf, kann man 3D drucken. Das ist vielleicht ein bisschen günstiger. Dann kann man hier in der Chemie hier schön solche Kohlenstoffmodifikationen drucken. Es gibt auch hier sehr, sehr schön, auf Messen immer sehr beliebt, das Zahnmodell. Kann ich die ganzen Zähne rausnehmen und kann mir anschauen, was eine Füllung oder ein Stiftzahn ist. Ich kann mal auch kurz aus der Ding wieder rausgehen, dann sieht man mein Bild wieder größer. Aber gerade der Daniel schreibt, dass er nur das Zoom-Pad sieht. Dann sollte man jetzt eigentlich, sieht man mich jetzt wieder. Ihr könnt bei euch oben in Zoom auch umstellen, dass ihr die Ansicht, Daniel, siehst du mich jetzt wieder hier mit meinem Gebiss? Das wäre super. Genau, okay. Also ihr könnt die Ansicht oben auch wechseln, was ihr seht. Genau, das sind die klassischen Beispiele, die man dann so sieht. Das ist durchaus berechtigt, denn ich kann mit dem 3D-Drucker sehr schön und auch kostengünstiger, zum Beispiel so ein
so einen Skelettkopf ausdrücken oder so ein Zahnmodell. Also das ist durchaus berechtigt. Macht auch Spaß, das zu zeigen. Man kann auch schöne, tolle Designobjekte wie diese Vase ausdrucken. Ja, da gibt es viele Beispiele. Was ich finde, was nur ein kleiner Teil ist, denn eigentlich kann ich dann auch dazu übergehen, dass ich diese Modelle, die ich klassischerweise als großes Demonstrationsobjekt habe, einfach in klein ausdrucke, in einem kleineren Modell und das den Schülern dann gebe für schülerzentriertes Arbeiten. Da haben wir jetzt ganz viele Beispiele, die sich allerdings gar nicht ableiten aus klassischen Szenarien. Ein nettes Beispiel ist hier, das sieht man nur so ganz bedingt, das ist zum Bienenschwänzeltanz, falls euch das was sagt. Da ist eine kleine 3D-gedruckte Biene, das ist eine Bienenwabe, das ist eine Blume und dann gibt es noch die Sonne. Und dann haben wir das einfach, das hat eine Kollegin von mir gemacht, haben wir das einfach 10-mal ausgedruckt. Jedes Schüler kriegt so ein kleines Set an Biene, Blume, Sonne, irgendwas. Und dann sollen die mit dieser Biene, die den Schwänzeltanz hier macht, soll die eine Biene der anderen Biene sagen, wo die Blume ist. Das geht tatsächlich in der Biologie. Die Theorie ist zwar ein bisschen umstritten, aber man kann das in der, glaube ich, 8. Klasse Biologie ist das sehr schön machen. Was wir auch haben, ist zum Beispiel hier so ein Zellmodell in der Biologie, ganz klassisches Beispiel. Das ist jetzt festgeklebt, damit ich es so hochheben kann. Wir haben das als flexibles Set, wo die ganzen Bestandteile drin sind und die Schüler kriegen im Prinzip das Set und das von der, also einmal tierische, einmal pflanzliche Zelle, sollen das dann zuordnen erstmal. Das ist jetzt dann noch relativ easy. Und dann ein kleines E-Book dazu machen oder einfach nur ein Foto davon machen oder das erklären und irgendwas damit aktiv produzieren. Wir haben auch schon mal ein kleines Erklärfilmchen dazu gemacht. Und dann ist es einfach, hat einen sehr großen Aufforderungscharakter. Also wenn ich das Ding halt den Kids in die Hand gebe, dann fangen die halt da an, irgendwas mitzumachen. Was sie dann damit machen, mal die andere Frage, aber sie sind auf jeden Fall sehr aktiv und das ist so der zweite Teilbereich, kann man nachher noch ein paar andere Beispiele zeigen. Also Schüler machen mit diesen Modellen einfach selber was. Und dann kommt der eigentlich entscheidende Punkt, finde ich, nämlich, dass die Schüler selber Modelle erstellen und selber aktiv, im Prinzip gestalterisch tätig werden. Da haben wir in der 5. Klasse ein Projekt, wo die Kids ein Höhenmodell erstellen, so das, was man klassischerweise mit einer Kartoffel gemacht hat und dann diese einzelnen Höhenschichten übereinander hat. Und dann erstellt wirklich jeder Schüler ein Höhenmodell, kriegt so ein klassisches 0815 Arbeitsblatt mit so ein paar Höhenlinien drauf. Und dann soll er mit einer sehr, sehr einfachen Software, die ihr gleich zu sehen bekommt, soll er ein Höhenmodell erstellen, das dazu passt. Und dann kriegt das ausgedruckt. Das ist jetzt schon ein bisschen elaboriertes Beispiel. Da brauchen wir vielleicht auch 2-3 Drucker. Geht aber genauso, wenn ich es wirklich nur modelliere. Und das ist das Schöne. Ihr braucht jetzt nicht 5 3D-Drucker haben und die in Perfektion kennen, sondern es reicht euch einfach die kostenlose webbasierte Software. Und dann kann man schon mal so ein bisschen 3D modellieren und hat da schon wahnsinnig viel an abwechslungsreichem, gestalterischen und dann irgendwie auch kreativen Arbeiten als Möglichkeit. Und in der Chemie zum Beispiel Molekülmodelle erstellen. Ist natürlich prädestiniert, da habe ich Winkel, da habe ich Raum in irgendeiner Form. Ich kann auch in Kunst beispielsweise Projekte umsetzen. Da haben wir zum Beispiel eine Kunstlehrerin, hat Kleiderhaken machen wollen nach Pop-Art-Stil und dann haben die Kids im Prinzip hier, da ist so ein Haken dran und das hier ist zum Beispiel ein Kleiderhaken in Form von so einem Kaktus. Auch ganz einfaches Projekt, was heißt ganz einfach, aber das Programm ist sehr einfach, es sind einfach nur Formen kombiniert und da ist auch der Aufforderungscharakter sehr groß. Man kann da auch zum Beispiel dann sagen, naja, ich drucke jetzt nicht für jeden alles aus, wer möchte, kann es gerne ausdrucken und kommt zum Beispiel heute Nachmittag zum Makerspace, der vielleicht 2-mal die Woche geöffnet hat nachmittags und wer möchte, darf sich es ausdrucken, wer nicht, hat halt das digitale Modell. Dann ist es auch nicht so umständlich. Genau, also das sind so vielleicht diese 3 Bereiche im Unterricht. Einmal Demonstrationsobjekte, so das klassische Ding, so mega impressive irgendwie Schädel. Irgendwie die Schüler können mit vielleicht 10 kleinen Schädeln irgendwie schöner die Sachen nachvollziehen. Kombination beim Buch, können das im Prinzip an dem Schädel nochmal angucken. Anfassen ist ja auch so ein Punkt, den man durchaus als Effekt haben kann, wenn man einen Schädel mal anfassen kann. Und zuletzt, die Schüler machen einfach selber was und
konstruieren, bauen, vor sich hin. Das mal in aller Kürze. Ja, der Timke, hau rein. Da würde ich gerne mit einem beziehungsweise ein, zwei Sätzen noch ganz kurz anbinden. Und zwar an dieses, vor allem an dieses selber modellieren, selber ausprobieren, weil es, weil man ja doch dann die Möglichkeit hat, mehrere Exemplare zu drucken. Es gibt ja auch durchaus Schulen, die eher wissenschaftliche Dinge fördern, sei es jetzt Innovationen herausfinden schon in beziehungsweise Innovationen, Dinge entwickeln schon in jüngeren Jahren. Da sei es jetzt hier zum Beispiel dieses, das ist eine Art, gut, Stoff ist ein bisschen grob ausgedrückt, aber ich hoffe, man kann das sehen, das besteht aus mehreren Einzelteilen, das wird so gedruckt und hat eben die Eigenschaft von Stoff und das ist ein kleines Sample, das kann man dann auch eben größer machen und tatsächlich in Richtung Stoffe gehen mit kleinen Einzelteilen, sei es jetzt in der Kunst oder sei es jetzt in, ich sag mal, Förderung von 3D-Druck in irgendwelchen Textilarbeiten. Wollte ich nur mal ganz kurz einbringen. Ja, also das ist was ich unserer Kunstlehrerin noch zeigen muss, denn das feiert die auch total, so dass ich solche Kombinationen auch habe. Wir haben ein P-Seminar, also ein Oberstufenseminar mit Oberstufenschülern, die jetzt Modedesign machen. Da ist eine Schülerin, die hat so kleine 3D-gedruckte Applikationen für ein Kleidungsstück, aber da wäre sowas zum Beispiel auch irgendwie so ein kleines Highlight, wenn man das in ein Kleidungsstück mit einflechten lässt. Genau. Jetzt haben wir es schon ein bisschen angeteasert. Ich teile jetzt nochmal meinen Bildschirm und zeige euch jetzt mal diese Software in aller Kürze. Das ist aber auch möglich, weil es wirklich eine einfache Software ist. Und zwar ist es, habe ich auch verlinkt, ja, jetzt solltet ihr meinen Bildschirm sehen. Das ist die Software, die heißt tinkercad.com. Das ist webbasiert, das heißt, ihr braucht eigentlich nur einen Internetzugang. Da muss gar nicht so mega viel Bandbreite vorhanden sein. Und dann ein kostenloser Account. Wir kommen gleich dazu, wie das organisatorisch läuft. Und dann habt ihr hier diverse Objekte, die schon 3D-modelliert sind. Und ich zeige euch ganz kurz am Molol 20-Beispiel, das ich jetzt mal öffne, wie das funktioniert. Es ist tatsächlich sehr unspektakulär, weil es ist halt wie Bauklötze. Ich habe hier diese blaue Grundplatte, die Arbeitsebene, und kann hier in der rechten Seite diese Einzelobjekte reinziehen. Den Quader, den Zylinder, die Kugel und das Dach. So, jetzt kann ich hier die Arbeitsebene drehen, kann noch ein bisschen näher rangehen und jetzt sehe ich, dass ich hier dieses Dach, kann ich hier natürlich rechts, links bewegen, kann es größer kann es größer und kleiner machen. Und eine spezielle Geschichte ist vielleicht noch, wenn ich das Dach jetzt da oben drauf heben will, kriege ich es so nicht hin. Dazu muss ich dann hier oben dieses schwarze Dreieck, das wird rot, wenn man drüber fährt, muss ich anpacken, dann hebe ich es in der Z-Achse an und dann kann ich das auch hier drüber schieben. Also die eigentliche Challenge ist eigentlich für jeden gleich. Wenn ihr das ausprobiert, wird das ein bisschen schneller gehen, aber fast ähnlich schnell wie bei einem Fünftklässler. Man muss erstmal sich ein bisschen orientieren, immer die richtigen Anfasspunkte hier sozusagen finden. Einmal ist das hier eben an der Seite oder hier zum Beispiel kann ich auch drehen. Also da muss man eigentlich gucken, dass man die richtigen Punkte trifft, um die Objekte passend zu manipulieren. Und dann geht es eigentlich wirklich relativ schnell. Jetzt gibt es noch ein, zwei Zusatzfunktionen. Wir haben ein sehr ausführliches Video auch zu, also das dauert glaube ich 20 Minuten von einem Kollegen. Da ist alles nochmal beschrieben. Da ist auch beschrieben, wie er eine Klasse anlegt und die Schüler so ganz unkompliziert in das Tinkercad reinbringt. Also deswegen lasst euch nicht erschrecken, wenn ich da jetzt sehr schnell vorgehe. Wir haben das verlinkt und ausführlich in einem Video auch drin. Also wenn ich jetzt diese Vollformen kombiniere, ist ja schon mal schön und gut, aber ich brauche vielleicht auch mal Hohlformen, weil ich jetzt zum Beispiel hier eine Tür ausschneiden möchte als Hohlform. Und jetzt kann ich mir diesen Würfel bzw. diesen Quader und jede andere Form hier auch als Bohrung anzeigen lassen und kann diese Bohrung, also diese eigentliche Hohlform nehmen und hier reinschieben. So, 1, 2. Und jetzt ist die 2 mm da drin. Hier unten sieht man auch schon ein bisschen diese Aussparung. Und jetzt ist das Loch da schon drin. Wenn ich das Ganze jetzt noch ein bisschen schöner mir anschauen möchte, markiere ich das Gesamt drum
und klicke hier auf Gruppieren. Das wird mir schon angezeigt. Und dann verschmelzt er alle Formen zu einer Form und ich habe jetzt hier eine Hohlform ausgeschnitten. Und dann kann ich extrem viel machen durch die Kombination von Formen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber da kann ich doch das und das und das und das nicht machen, dann sage ich, ja, ist vielleicht schon richtig, aber vielleicht kann ich es eben doch machen, wenn ich einfach nur mir vorstelle, wie nehme ich jetzt ein paar Würfel, ein paar Kugeln, einen Zylinder und was weiß ich was und kombiniere diese Formen so, dass es halt vielleicht doch dem nahe kommt, was ich möchte. Und das ist eigentlich vielleicht so diese kleine Herausforderung, dass ich einfach ein bisschen umdenke und dann kriege ich schon sehr viel hin. Als Beispiel hier nochmal ein Beispiel aus der Chemie. Das ist ein Phosphanmolekül. Und wenn ihr das Phosphanmolekül in fertiger Molekülform anseht, dann denkt ihr so, okay, da kriegt man die Formen vielleicht noch hin. Ich klicke es mal an und hebe diese Gruppierung auf, dass man die Einzelformen sieht. Und jetzt sieht man, das sind tatsächlich einfach nur ein paar Kugeln. Das hier, das Schwarze, ist ein Zylinder. Dann habe ich hier zum Beispiel so ein paar Buchstaben bzw. eine Schrift. Ein bisschen größer geworden gerade. Das ist so ein Schriftzug, den kann ich hier unten mir auch reinholen. Ich habe hier auch noch weitere Formen. Genau, da gibt es den Text. Ich kann einfach so Text reinziehen und kann hier zum Beispiel was reinschreiben. Das ist jetzt für die Molol ein schönes Molekül. Also da sind eben der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Und das ist wirklich was sich, ja, für erschreckend viele Sachen bewährt, obwohl es vielleicht gar nicht so technisch daherkommt oder so künstlerisch daherkommt, sondern eigentlich wirklich wie so ein Extended-Bauklotz-System am Computer. Genau, es ist mit den Schülern sehr einfach. Entweder mache ich halt einen Account, wo die dann alle gemeinsam reingehen und jeder eine einzelne Datei erstellt. Ich kann auch eine Klasse anlegen und die Schüler bekommen dann einfach nur einen Link oder einen Zugangsschlüssel und können dann auch ohne sich anzumelden, also datenschutztechnisch problemlos, können sich dann dort anmelden und ihre eigenen Dateien erstellen. Das ist also wirklich ganz schön. Und hier habe ich dann am Ende so ein fertiges Phosphanmolekül mit den Größenverhältnissen der Atome. Das ist natürlich berücksichtigt, das ist ganz klar als Chemielehrer. Und vielleicht ein umständlicheres Beispiel, das ist jetzt aus einem Oberstufenkurs auch gerade, das ist München. Das ist ein ökologisches Stadtmodell vom Isartor. Und da sieht man schon, das ist sehr kleinteilig. Also da sind viele kleine Autos. Das ist alles mit Tinkercad erstellt. Also das sind viele kleine Formen, Bäume, Elektroladesäulen, Autos, Fahrräder, ein Fahrrad, ein Übergang, der sehr steil ist. Also das wäre sicherlich in der Realität eine Challenge, da hochzukommen. Und es gibt auch irgendwo so einen Fahrradtunnel. Aber darum dreht sich es jetzt gar nicht so sehr. Also man kann da wirklich das Potenzial sehr weit ausreizen. Genau, wenn dieses Modell am Computer fertig ist, dieses CAD-Modell, geht es weiter, ganz grob vom Prinzip. Der Timke macht sich schon mal bereit. Ich habe ein 3D-Modell und dieses 3D-Modell kommt in ein Zwischenprogramm, sage ich jetzt mal, wo die Schichten des fertigen 3D-Drucks am Ende, wo diese Schichten ausgerechnet werden und wo man nochmal diese Druckparameter einstellt, zum Beispiel, wie dick die Schichten sein sollen, soll das Ding gefüllt sein oder nicht. Und dann kommt es zum 3D-Drucker. Also das ist im Prinzip so das Verfahren. 3D-Modell, dieser Slicer, den der Timke jetzt zeigt und am Ende der 3D-Druck. Und damit gebe ich ab an den Timke. Genau, denn wenn man jetzt fertig ist ich kann ja auch mal meinen Bildschirm hier teilen. So. Wenn man jetzt in Tinkercad fertig ist, dann muss man das Ganze natürlich auch als Datei exportieren, die Software für den Drucker dann eben verarbeiten kann und die der Drucker dann überhaupt versteht. Das heißt, wenn man das exportiert, dann bekommt man hier eine wunderschöne STL-Datei. In dieser Datei ist eben dieses 3D-Modell enthalten. Wenn man jetzt meinetwegen, so wie wir hier jetzt beispielhaft, den sieht man hier steht es ein Ultimaker. Da gibt es eine Software, die ist immer eine Freeware. Das heißt, man sucht einfach den Drucker auf und schaut, dass man die Software für den Drucker runterlädt. Gibt es kostenlos, ganz normal im Internet. Ist auch nicht besonders groß. Dann hat man hier eben so seinen Drucker. Was man jetzt einfach macht, ist, man nimmt diese Datei, ganz normal Drag and Drop, zieht die da rein und jetzt hat man hier eben sein Modell in diesem virtuellen Drucker quasi erstmal hier drin. Was man jetzt machen kann, ist eben innerhalb
innerhalb dieses virtuellen Druckers das Ganze nochmal größentechnisch verändern, drehen, damit es halt besser auf die Druckplatte passt. Also meinetwegen machen wir es jetzt mal ein bisschen sehr klein, aber machen wir es ein Stückchen kleiner, können es dementsprechend auch genauso drehen. Wir können es drehen. Und dann geht es eher an den wichtigen Teil. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben mehrere auf einmal gehen genauso, schieben wir den hier zur Seite und ziehen uns nochmal einen rein, damit wir einen zweiten drucken. Nicht erschrecken, wenn das so gestrichelt ist, dann heißt es entweder, dass es zu groß ist oder dass es aus den Seiten rausschaut. Wir wollen jetzt erstmal exemplarisch nur eins drucken. Und dann hat man hier oben rechts, ich sag mal, das wichtigste Feld, denn hier kann man verschiedene Dinge einstellen. Und zwar hat man jetzt hier die Möglichkeit, aus verschiedenen vorgefertigten, ich nenne es mal Profilen, auszuwählen, wie der Drucker das drucken soll. Denn was diese Software macht, ist, sie nimmt diese Datei, in der dieses 3D-Objekt eingespeichert ist, und schneidet die in Schichten auf. Denn ein 3D-Drucker funktioniert ja folgendermaßen. Man hat die, sieht man das? Ich wechsle mal fix Kamera. Dann kann man das auch vielleicht ein bisschen genauer sehen. Da. Ein bisschen sehr dunkel. Moment. Besser. So. Wenn ein Drucker ja funktioniert, ist, man hat den Druckkopf und der liegt auf zwei Achsen. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, wenn man mit dem Tablet teilnimmt, kann es sein, dass die Bildschirmfreigabe zu groß ist und dein Bild zu klein. Machen wir die Bildschirmfreigabe. Das war bei mir vorher auch das Ding. Ich sehe es zwar jetzt auch, aber ich glaube zur Sicherheit, damit es voll zur Geltung kommt. Was soll ich machen? Bildschirmfreigabe aus. Ach so, okay. Weil dann ploppst du wieder ganz im großen Bild rein. Okay, dann mache ich es nachher wieder, wenn wir wieder zur Software kommen. Okay, dann machen wir es jetzt so. Also man hat eben den Druckkopf, der auf... es ist echt schwer, das hier kopfüber. So, den Druckkopf, der auf zwei Achsen liegt, und der bewegt sich dann eben durch die Gegend. Und was ja passiert ist, man hat die Building Plate, die sich nach oben und nach unten verschieben kann, durch eben auch einen Motor. Das heißt, was der Drucker macht, ist, er fährt eine Schicht ab, druckt eine Schicht Plastik, fährt die Platte ein Stückchen runter und druckt dann die nächste Schicht. Aber das muss ja auch in ein Dateiformat gebracht werden, das der Drucker versteht. Und dafür ist eben diese Software da. Und deswegen starte ich nochmal schnell die Bildschirmübertragung. Eine Sekunde. Wieso kann ich das nicht groß machen? Jetzt. Bildschirmübertragung starten. So. Da bin ich ja. So, also. Man kann jetzt hier die Qualität des Drucks eben verändern. Es gibt vorgefertigte Profile, extra fine, fine, normal, etc. Wir benutzen jetzt mal beispielhaft normal, das heißt pro Schicht druckt der Drucker in einer Höhe von 0,15 mm. Jetzt gibt es hier noch einen Haufen Sachen, die man einstellen kann, beziehungsweise umstellen kann, wenn einem der Druck nicht passt, etc. Aber das brauchen wir nicht, denn die vorgefertigten Profile sind tatsächlich eigentlich hier echt gut. Was wir jetzt hier noch beachten müssen, das sieht man hier ganz unten ein bisschen. Man sieht ja hier, dass diese Beine in der Luft hängen. Und ein Drucker kann ja nicht einfach so in die Luft drucken. Deswegen kann man Stützstrukturen dazu generieren lassen, die im Nachhinein dann extrem leicht entfernbar sind. Aber man hat eben diese kleinen Stützen, auf die dann der Drucker eben drucken kann. Nur so als kleiner Tipp am Rande, man kann schräge Dinge drucken, aber nur bis ungefähr 40, 45 Grad. Also halt, wenn es vom Senkrechten ausgeht, 40 Grad, nicht andersrum 40 Grad. Aber viel schräger als 45 Grad würde ich nicht gehen, weil entweder kippt es um oder es ist tatsächlich zu schräg. Wir machen es jetzt mal beispielhaft hier trotzdem mit den Stützstrukturen. Das heißt, man geht hier auf dieses kleine Fältchen, das sich Support nennt, und aktiviert den Support. Jetzt kann man entweder sagen, ich möchte überall, wo etwas quasi einen Overhang hat, also wo etwas zu schräg oder zu quer in der Luft hängt, will ich überall Stützstrukturen haben oder nur die Dinge, die quasi über der Building Plate hängen. Wir machen jetzt mal everywhere. Wir haben jetzt aber tatsächlich auch nur Dinge, die über der Building Plate hängen. Das Einzige, was man jetzt noch im Nachhinein vielleicht verändern könnte, je nachdem, wie stabil man eben das 3D-Objekt haben möchte, das wäre der Infill. Infill ist quasi, wenn man jetzt ein hohles Objekt hat, wie zum Beispiel diese Kugel,
dann generiert der eine Wand und der Rest wäre hohl. Und jetzt kann man diesen hohlen Raum mit Infill füllen. Das wären diagonale Linien, die da durchgezogen werden vom Drucker, um eben das Ganze stabiler zu machen. Und wie voll man das eben haben möchte, kann man ziemlich einfach in der Prozentzahl hier verändern. Ich lasse es eigentlich immer gern auf 10-20%, weil das definitiv der Stabilität hilft, aber den Druck nicht unbedingt viel länger macht. So, und was wir jetzt nur noch machen müssen, ist das Ganze slicen. Das ist dieser wunderschöne große Knopf hier unten rechts. Das heißt, der schneidet das jetzt in verschiedene Schichten auf. Generiert die Stützstruktur. Wenn wir jetzt hier oben mal auf Preview gehen, dann sieht man jetzt die einzelnen Schichten. Es wären jetzt insgesamt 214 Schichten, die der Drucker drucken würde. Und man sieht da auch ganz deutlich diese Stützstrukturen, von denen ich hier vorhin gesprochen habe. Das sind die hier. Die druckt er eben mit, damit er dann Ionenbindungen? Herr Müller, ich bin nicht so der Pro in Chemie. Ich weiß es nicht. Es sind keine Wasserstoffbrücken. Egal. Atombindungen. Wie bitte? Atombindungen oder Elektronenpaarbindungen. Elektronenpaarbindungen, das habe ich gesucht. Elektronenpaarbindungen. Ich sag's der Frau Will. Also, man sieht jetzt hier deutlich den Verlauf der Schichten, wie der dann drucken würde. Und jetzt schnappen wir uns aus dem Drucker die SD-Karte. Das ist eine stinknormale, handelsübliche SD-Karte, die man auch in Kameras packt. Manche Drucker machen es auch mit USB, also da braucht man sich keine Sorgen machen. Da geht jedes Format an USB oder SD-Karten. Steckt man dann in den Computer ein und sagt dann, wenn er das anzeigen würde, Moment, und sagt dann hier unten Save to Removable Drive. Und damit können wir das eben auf unsere SD-Karte speichern. Und das war es eigentlich auch schon in der Software. Also das geht mega schnell, wenn man nicht viel drumherum erklärt. Aber das ist in 2-3 Minuten gemacht, das Ding da reinzuhauen, bisschen die Einstellungen zu feilen, je nachdem, wie stabil man das haben will, ob man den Support haben möchte und dann das Ganze slicen. Im Drucker müssen wir eigentlich nichts mehr machen, außer nur den Druck auswählen. Der heizt dann vor und druckt das Ganze. Und das machen wir jetzt mal, solange wir hier noch Zeit haben. Genau. Das war es eigentlich, glaube ich, von meiner Seite aus. Genau, vorerst. Also der Tim startet jetzt langsam mal so den Druck. Und wenn er startet, dann schalten wir direkt wieder rüber zu ihm. Ich habe jetzt noch die mir rausgenommen, ich habe es genannt, Begründungszusammenhang. Nee, also einfach ein, zwei kurze Exkurse, warum das Ganze tatsächlich auch wirklich im Unterricht meiner Ansicht nach mega viel irgendwie verändern, bewirken und an Impuls geben kann. Denn was sich automatisch eigentlich fast immer zeigt, ist, wenn ich irgendwas mit Making mache, egal ob das jetzt auch irgendwas mit Löten ist, Lasercutting, Schneideplotten, 3D-Scannen, 3D-Drucken, meistens bricht es automatisch diese klassischen 1:30, 45-Minuten Strukturen auf. Denn, wie ihr jetzt sehen werdet, also wenn ich dieses Modell ausdrucke, sorry, jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst, wie lange dauert das ungefähr? Ich glaube, 20 Minuten, eine halbe Stunde? Kommt auf die Geschwindigkeit an. Ich habe jetzt bei mir 45 Minuten circa. Okay, also es dauert auf jeden Fall lange. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich möchte jetzt irgendwie 30 Sachen ausdrucken, dann seid ihr da nicht in 45 Minuten fertig, sondern ihr müsst euch überlegen, wie kriege ich das Ganze umgesetzt, und dann ist man ganz, ganz häufig, ja? Ja, das war eine Sache, die ich noch vergessen hatte. Je dicker die Schichten sind beim Slicen, desto schneller druckt er eben, weil er eben weniger Schichten drucken muss. Hätte ich das jetzt in 0,05 mm slicen lassen, dann hätte er locker 3 Stunden für das Modell gebraucht. Dann wäre es aber auch viel glatter, viel smoother gewesen, als wenn ich jetzt 0,15 mm pro Schicht habe. Das wollte ich noch sagen. Genau, also da ist Zeitoptimierung auch mal ein großer Punkt. Aber definitiv ist man halt einfach meistens bei irgendwelchen Unterrichtssettings, die offener sind, die flexibler sein müssen, als ich erzähle 30 Leuten was und, keine Ahnung, mache Druck im Prinzip 30 Seiten Papier aus, sondern man muss es irgendwie flexibel handhaben. Vielleicht so als Idee projektorientiertes Lernen oder Stationen lernen oder solche Sachen. Oder eben das Szenario, dass man so einen Maker-Space oder einen Maker-Raum hat, wo die Schüler Zugang haben, der vielleicht sogar auch unter Schülerleitung ist. Also da könnte jetzt so jemand wie der Timke könnte sowas auch mit ein, zwei Schülern leiten und bräuchte jetzt gar nicht irgendwie mich dazu, vielleicht maximal als Betreuungslehrer.
Und dann können vielleicht die Kinder auch, die da Bock drauf haben, die das drucken wollen, die können halt nachmittags irgendwie an ein oder zwei Nachmittagen dahin gehen und können sich angucken, wie sie ihr Modell ausdrucken. Und wenn sie halt ihr Methanmolekül jetzt erstellt haben, dann können sie das auch ausdrucken. Das heißt, dieser Ansatz, dass ich immer ganz schnell diese Projektorientierung oder diese Flexibilität oder die stärkere Flexibilität von Unterricht automatisch, das impliziert es fast gar. Das macht es eigentlich ganz, ganz spannend so vom Ansatz. Wenn man jetzt so ein klassisches Beispiel noch bemühen möchte, was vermutlich alle jetzt, die bei Molul schon mal waren, irgendwo schon mal mitbekommen haben, dann möchte ich trotzdem es einfach mal kurz zeigen, damit man es gesehen hat. Wenn man hier das wunderschöne 4K-Modell von der Frau mit dem Dromedar schön illustriert, kennt vermutlich jeder. Wenn wir uns das anschauen und sagen, das sind Elemente, die wir gerne in einem zeitgemäßen Unterrichten vielleicht ein bisschen verstärkt noch umsetzen wollen, dann ist ganz offensichtlich, dass hier solche Projekte, sofern sie ein bisschen offener angelegt sind, ganz viel Kommunikation und Kollaboration erfordern und möglich machen. Also wenn die Schüler gemeinsam so ein Molekülmodell oder mehrere Molekülmodelle erstellen, gemeinsam an einem Objekt zum Beispiel arbeiten oder innerhalb einer Datei mehrere Moleküle, um zum Beispiel die Wasserstoffbrückentimke darzustellen, dann ist man da automatisch bei einem Austausch. Und das will ja Making eigentlich ganz zuvorderst, so wie wir vorher gehört haben. Und die Kreativität ist auch tatsächlich massiv drin. Denn wenn ich so einem Schüler mal sage, hey, bau mal ein Molekül, so von dem her, was du weißt bisher, dann fängt er an zu bauen. Und dann sucht er sich so komische Sachen daraus, so Formen, an die hätte ich nie gedacht. Und dann wird es irgendwie total spannend, weil dann hat man ganz viel Modellarbeit, Modellkritik. Das hier zum Beispiel ist ein Modell, das ist ein Kugelwolkenmodell aus der Chemie. Kimball'sches Kugelwolkenmodell für die Fachfreunde. Das ist ein Atom, das ist ein Sauerstoffatom, Kohlenstoffatom zu Wasserstoffatome. Das ist ein Modell, das haben Schüler so entwickelt. Also wir haben natürlich das Modell im Unterricht gemacht vorher und hatten dann eine Projektarbeit, wo sich jeder sein Thema raussuchen durfte oder jede Gruppe. Eine Gruppe hat gesagt, sie schauen sich das mit dem 3D-Drucken jetzt mal an. Und dann haben die das halt modelliert. Ich muss gestehen, ich habe es noch ein bisschen perfektioniert, weil die hatten das dann in weiß gedruckt und bemalt. Und ich habe das mit so einem zweifarbigen Drucker dann ausgedruckt und habe es noch ein bisschen weiter verfolgt. Aber die Idee haben die tatsächlich selber umgesetzt im Diskurs mit mir. Also haben mir das gezeigt. Ich habe gesagt, ja, mit dem Tetraeder ist es noch nicht so schön vielleicht. Und wie könnte man das jetzt mit diesen Magneten machen und so weiter und so fort. Aber das war wirklich eigentlich eine sehr, sehr schülerzentrierte Herangehensweise. Und deswegen ist also wirklich Kreativität da, weil ich habe eigentlich ein komplett, also dieses 3D-Modellieren ist immer ein leerer Raum. Und in diesem leeren Raum gestalte ich und setze dann meine Ideen eigentlich um. Und das ist das, was echt immer automatisch stattfindet. Und ein netter Nebeneffekt: Wir machen in der 5. Klasse immer dieses Höhlenmodell, einfach nur so ein paar Zylinder, die flach sind übereinander. Was man dann eine Woche später, schaue ich dann immer in diesen Account rein und dann war also mindestens die Hälfte, war noch mehrere Male eingeloggt und hat ganz irrwitzige Dateien noch erstellt, weil die dann zu Hause anfangen, sich da einloggen und selber nochmal weitere Dateien machen. Und das ist wir haben das mittlerweile bei allen Geo-Kollegen in der 5. Klasse, die das machen. Und jeder kam da am Anfang, ja krass, ich habe da jetzt reingeschaut. Die waren alle letzten Sonntag nochmal online und haben irgendwelche Sachen gebaut. Also das hat einen wahnsinnig großen Aufforderungscharakter, gerade natürlich irgendwie bei den jüngeren Schülern. Und ein letztes Beispiel vielleicht, weil der Tim ja auch gesagt hat, ist ein Paradebeispiel. Hier auch von einem Geografie-Kollegen. Jetzt muss ich es nur andersrum halten, glaube ich. Das sind die USA in der 10. Klasse. Und zwar von einem Atlas mit jeweils einzelnen Planquadraten. Hier an einzelne Schüler verteilt. Jeder Schüler kriegt einen so einen Teil des Modells, modelliert es mit Tinkercad nach. Und ihr seht, das sind jetzt erstmal, sieht nicht so aus wie einzelne Formen, aber das sind einfach viele einzelne Formen kombiniert. Und dann ist es am Ende noch koloriert. Und in diesem Fall ist es jetzt der, ich glaube, Niederschlag. Nee, die Wirtschaft. Wirtschaft in den USA. Und man sieht, wenn man es von der Seite aus anschaut, definitiv hier dieses ziemlich große Gebirge. Für Fachfreunde wird es ein bekanntes Gebirge sein. Also das ist auch ein Beispiel, wo ich eine sehr offene Herangehensweise habe, wo ich, ja, die Schüler arbeiten da über, letztlich sind es vielleicht nur so
vier Unterrichtsstunden, die an dem Modell arbeiten, aber sie teilen sich es auf. Zwei machen vielleicht auch an einem Modell, passen dann die einzelnen Einzelmodelle aneinander an, dass die Übergänge so einigermaßen smooth sind. Und dann wird es am Ende von allen bemalt. Und dann wird es meistens, also so war es bei ihm, in so einen Stationenlernen eingebettet, dass sie anhand des Modells, das sie selber modelliert und gedruckt haben, eben nochmal Wirtschaft nachvollziehen oder vielleicht sogar noch ursprünglich drei gemacht, nochmal eins mit Niederschlag. Und genau, also das ist auf jeden Fall was einfach so ein bisschen zeigt, wie viel man allein schon in so einem rein 45 Minuten oder wenn es eine Doppelstunde ist, anderthalbstündigen Unterricht möglich ist. Jetzt mal kurz die Frage zum Timke. Druckt er schon? Ist gleich fertig mit Vorheizen, dann soll der eigentlich fertig sein. Weil dann würde ich jetzt sagen, oder füll du nochmal ein, zwei Minuten vielleicht. Ja, ich habe nämlich auf zwei Dinge will ich ganz kurz anbinden, nämlich einmal auf das Moleküle modellieren. Es ist nämlich tatsächlich gar nicht mal, jetzt ist nur ein bisschen vom Thema weg, aber nur minimal. Es ist gar nicht mal so in ferner Zukunft, dass man Moleküle eher in Virtual Reality modelliert und dann quasi als Datei exportiert. Das heißt, man hat sowohl den Virtual Reality Aspekt mit eingebunden, sei es jetzt über eine stinknormale VR-Brille mit einem PC oder ein Handy in der Brille oder irgendwie sowas, als auch eben das Ganze dann 3D zu drucken. Dann wollte ich noch auf eine Frage im Chat eingehen. Moment, wo ist sie da? Erstmal, welche Kunststoffe verwendet ihr? Hauptsächlich, okay, ja, das hat eh schon jemand beantwortet. Egal. Hauptsächlich PLA, weil es halt, ich sag mal, das Gängigste ist, aber da gibt es Variationen von PLA oder ABS, das ist der Wahnsinn. Also sei es jetzt carbonverstärktes, metallverstärktes oder ich sag mal holzbasiertes, also PLA mit Holzfasern oder, also es gibt so viele Varianten von PLA in allen möglichen Farben und Variationen, Glow in the Dark, Regenbogen, ist flexibles Gummimaterial, ist aber auch vom Drucker abhängig, wie gut es funktioniert. Und dann war auch irgendwas mit giftig, Moment. Jetzt fängt er an zu drucken. Hallihallo. So. Ja. Wo waren die Fragen mit dem? Ich kannst du noch mal nah hingehen, wenn er jetzt druckt? Ich stelle den Drucker gleich runter, dann ist der nicht ganz so laut. Nee, kannst du noch mal nah hingehen? Mit der Ach so, den Drucker? Ah, Moment. Ja. Ganz kurz was runter. Kann so ein bisschen gucken, weil der druckt nämlich jetzt die erste Schicht. Und da sieht man nämlich dieses schichtbasierte Ding ganz gut, weil jetzt kommt halt die erste Schicht, da arbeitet er sich so ab und dann geht die Platte nach unten. Ja, voll gut. Genau. Sehr nice. Also da wird das Material aufgeschmolzen und jetzt in der ersten Schicht aufgetragen. Seid ihr live dabei unter Einsatz der Kamera von Timke? Da, jetzt. Genau. Also eigentlich wie ein ganz feiner Heißkleber könnte man sich vielleicht das auch vorstellen. Genau. Jo. Ja, und wer jetzt Bock hat, noch eine Dreiviertelstunde Überstunden zu machen, der kann auch das Ende sehen. Wobei, die Spoiler habe ich ja schon gegeben. Also so wird es hoffentlich am Ende aussehen. Genau, also ich wollte sozusagen nur diese 4Ks vielleicht, wenn man die so als Andockstelle nimmt von zeitgemäßer digitaler Bildung oder Bildung in der Digitalität, dann hat man hier eben ganz massiv eben auch diese Bereiche integriert. Fächerverbindend ist natürlich auch prädestiniert, gerade wenn ich jetzt ein bisschen noch in den Bereich Elektronik reingehe und ein bisschen ein kleines Lötprojekt mache. Neulich habe ich irgendwie mit so einem Makey Makey, wer das kennt, das ist eine kleine Platine, da wurde einfach ein interaktives Poster gemacht, dass ich im Prinzip auf was drücken kann und dann kommt ein kleiner Textbaustein, der eingesprochen wurde oder es leuchtet eine LED. Also das sind im Prinzip Geschichten, die dann auch sehr schnell nahe liegen, dass ich mit Kollegen mich abspreche und hier fächerverbindend arbeite. Aber das ist halt dann nochmal ein zusätzlich weites Feld, wenn wir die ganzen anderen Technologien anschauen. Jetzt will ich trotzdem, also
nochmal ganz kurz, in diesem Etherpad, wir blenden es nachher nochmal ein, sind ein paar Links zu Anleitungen von Kura, zu Anleitungen von Tinkercad. Wir haben unsere von der Schulwebsite eine Projektseite mit ganz vielen Unterrichtsbeispielen, die auch teilweise sogar mit Material beschrieben sind. Und wir haben ein Erasmus-Projekt, Make in Class heißt es. Da sind auch nochmal so ein Ideenpool mit anderen Webseiten, die Beispiele für Making-Projekte anbieten. Da dürft ihr euch gerne mal austoben. Und genau, jetzt würde ich trotzdem sehr gerne, wir haben noch eine Viertelstunde. Ich möchte gerne jetzt ein bisschen Gespräch und würde mich total freuen, wenn ein paar Mikros angehen und ihr einfach ein bisschen was erzählt oder fragt oder euch austauscht mit uns. Also jetzt, wie sagt es, Open Mic. Oder im Chat schreiben, wer einen rauen Hals hat vom vielen Maske tragen oder so. Apropos Maske tragen, ja, bis wo sind die Mikros? Maske tragen, hier natürlich ganz, fast vielleicht traurige Beliebtheit, hier 3D-gedruckte Face Shields. Das geht natürlich mit den Kopfhörern nur bedingt. Also da haben wir über die letzten 3 Monate 1600 Face Shields gedruckt und an Krankenhäuser und sowas verteilt. Also das ist natürlich auch ein Beispiel, wo man jetzt sehr präsent war. Das war eine Community deutschlandweit, glaube ich, mit 1000 Leuten, die hier aktiv waren. Und also wir haben da ja wirklich an händeringende, teilweise wirklich Kliniken und sogar einen Klinikverbund hier geliefert. Also was heißt geliefert, verschenkt. Das war schon auch ein beeindruckendes Beispiel, was man mit Making-Sachen auch mal so kurzzeitig wirklich gesellschaftlich beitragen kann. So, Mikrofone an. Soll ich aufrufen? Soll der Tim, soll der Schüler die Teilnehmer aufrufen? Nee, aber meldet euch doch mal zu Wort. Was habt ihr noch so an Ausstattung im Makerspace der Schule? Boah. Also wir haben mittlerweile tatsächlich auch schon ein, zwei VR-Brillen und machen da das, was der Timke gesagt hat, so mit Virtual Reality modellieren, also dass man mit der Virtual Reality Dinge baut. Wir haben einen Lasercutter, da gibt es von Mr. Beam einen schulverträglichen Lasercutter, Laserklasse 1, da dürfen die Schüler auch selber mitarbeiten. Da kann man dann zum Beispiel hier schöne Beispiele, irgendwie so Schiefer graviert, ist so ein Klassiker. Ihr könnt eure Mikros schon anmachen, oder? Ja, genau. Teilnehmer erlauben sich selbst laut zu schalten. Also ihr könnt euer Mikro natürlich schon anmachen. Also hier zum Beispiel Schiefer graviert, sehr, sehr schön. Oder hier, das ist bei Kraftplex, das ist gepresste Holzspäne, also sowas wie MDF, nur nicht geklebt. Das ist ausgelasert, also so ein dünnes Stück Holz und Filz ausgelasert, draufgeklebt als kleiner Gymnasium Neubiberg Untersetzer. Also Lasercutter, wir haben 2, 3 Schneideplotter, wir haben 3 so Dash-Dot-Drohnen, wir haben, keine Ahnung, 8 so Lötkolben, wir haben ganz viel Wolle zum Häkeln, wir haben 2 Computer, paar Tablets, die wir allerdings im Schulrahmen haben und dann immer dazu holen. Wir haben eine Tiefziehmaschine, die allerdings momentan noch nicht funktioniert. Das ist nur so ein Projekt. Wir haben ja ganz viele Drohnen. Wir haben so ein paar Makey Makeys, Arduinos, ein paar 3D-Druckstifte. Das ist also über die letzten Jahre schon, hat sich viel angesammelt. Wir haben auch recht eifrig akquiriert. Aber das soll nicht abschrecken, denn also man kann auch wirklich klein starten und da wirklich sich dann langsam vortasten. Ja, das mit dem Warten ist so eine gute Frage. Irgendjemand hebt die Hand, der viel wartet. Aber es hält sich einigermaßen in Grenzen. Also momentan ist es schon so viel, dass es schon ein bisschen Zeit ist. Aber wenn da 1, 2, 3 3D-Drucker stehen, dann ist das jetzt nicht die Welt. Also wenn man da einmal drin ist, man muss natürlich sagen, ist auch so ein bisschen Hobby, was der Tim jetzt da betreibt, was ich auch betreibe. Und da hat man natürlich schon eine gewisse Leidenschaft, so wie andere halt weiß ich nicht, was anderes machen, sitzt man da dann auch gerne mal eine Stunde dran, aber es ist auch so viel Aufwand nicht, wenn man da zum Beispiel diese Ulti 2 Plus, die es jetzt da gibt, die kosten so 2.200 €, die sind sehr wartungsarm. Also da läuft das Ding, wenn es mal konfiguriert ist, schon wirklich solide durch. Ich habe es im Chat geschrieben, diese Prusa i3, das sind auch solide Maschinen, also die powern auch einfach mal ein paar Tage durch oder ein paar Wochen durch, ohne dass man da viel warten muss.
Genau. Bin ich irgendwie bei unseren Ultis über 6000 Druckstunden und die laufen ganz gut. Was ja. So ein Dreh. Also manchmal hat man da irgendwie sowas, was ein bisschen buggt, aber also der eine Drucker ist jetzt, glaube ich, weiß nicht, 500 Netto-Drucktage hat der jetzt, glaube ich, drauf, weil die halt auch einfach über Nacht durchlaufen oder dann mal an einem Wochenende. Also die sind schon Arbeitstiere. Und da ist man nicht... Ganz ja. kurz, man darf sich nicht abschrecken lassen, wenn ein Druck mal schief geht oder so. Das ist ganz normal, wenn der Druck sich löst von der Druckplatte, wenn irgendwas schief geht, wenn er mitten in die Luft druckt. Das ist völlig normal. Es gibt immer wieder zwar Tipps, wie man das Ganze immer verbessern kann, aber ich sag mal, 90% der Drucke klappen eigentlich, wenn sie nicht mega kompliziert sind. Es gibt, ich sag mal, wenn es nicht zu detaillierte Sachen sind, dann kann man echt schon geile Sachen machen. Das hängt auch vom Drucker ab. Sowas in die Richtung, ich weiß nicht, wie viele Anläufe diese kleinen Feindinger gebraucht haben, aber... Also ich habe so prädestiniert, ist sowas hier. Das ist ein Graphenmodell. Und da ist im Prinzip dieses gesamte Ding, also diese dünnen Dinger, alle komplett mit Stützmaterial unten drunter und das hat nie gehaftet. Oder hier so ein Glukosemolekül, Moleküle und Chemie ist halt eigentlich fast die Herausforderung schlechthin, weil halt immer Überhänge en masse da sind. Also da schwebt ja bis auf 2-3 Punkte schwebt es komplett. Also da ist man manchmal schon auch ein bisschen frustriert. Auf der anderen Seite gibt es ganz einfache Sachen wie in Geografie, ist meistens alles total easy. Hier ein schönes Beispiel, das ist ein Oberflächenmodell, da gibt es eine Software, wo ich das exportieren kann. Das ist tatsächlich auch sehr einfach im Export. Hier ist einmal die Zugspitze und Garmisch. Das werden wir nächstes Jahr, habe ich jetzt ein paar ausgedruckt. Da sollen die Kids dann so ein bisschen Tourismus erklären. Also Tourismus am Beispiel Garmisch-Partenkirchen und dann zum Beispiel einfach in dem Modell zeigen, so hier, bla bla bla, bla bla bla, da kann man das machen. Hier ist Garmisch-Partenkirchen, kleines Video dazu aufzeichnen. Und das ist natürlich auch so ein klassischer Effekt. Man druckt was und die Schüler machen dann was mit, machen Medien produktiv, aktiv, irgendwas mit dem 3D-Druck. Entweder, wenn sie es selber schon modelliert haben oder in dem Beispiel einfach was Vorgefertigtes, was halt individuell zu meiner Idee für Tourismus in Geografie gut passt. Genau, also mit was soll man mindestens starten, ist völlig egal. Startet mit irgendwas, was ihr habt. Ich würde empfehlen, holt euch ein Team von 1-2 Schülern, die da ein bisschen aktiv Bock haben und mitmachen. Da findet man garantiert in jeder Schule welche und die nehmen auch ein bisschen was von der Wartungsarbeit ab. Und also ein 3D-Drucker reicht da erstmal aus. Ein 3D-Drucker, schaut euch in der Physik ein bisschen um, da sind ein paar Lötkolben. Vielleicht als kleine AG angefangen oder als Oberstufenseminar und dann ist das ein sofort guter Start. Finanzierungstipps gibt es mannigfaltig, also Förderverein anhauen. Die Schulleitung hat immer Geld, immer mehr als man denkt. Ich bin da mittlerweile ein bisschen sehr, sehr drin, aber da ist auch immer ein bisschen was drin. Wenn ihr mit den Ideen ankommt und ihr kriegt die Ideen, also das ist mittlerweile Unterrichtspraxis. Da kann man wirklich Offense vorgehen und sich auch 1-2 Kollegen in anderen Fächern suchen und sagen, hey, wir haben was in Geo, wir haben was in Chemie, lass uns das machen. Man kann externe Partner mit reinnehmen. Wir hatten mit Infineon mal was. Die haben uns 1.000 Euro für 2 oder 3 Jahre gegeben. Und über Digitalpakt geht es auch. Zwar vielleicht nicht direkt, aber indirekt, weil wenn der Digitalpakt irgendwie 20 Computer bezahlt, dann ist ja trotzdem Geld für IT da und da kann man locker mal 2.000, 3.000 Euro für ein 3D-Druckprojekt rausholen, bin ich mir ganz sicher. Ich habe gerade noch jemanden gesehen, der gefragt hat, ob es PC oder Tablet ist. Hängt vom Tablet ab. Also ich sag mal, klar, man kann auch auf dem iPad modellieren, das ist nicht das Ding, aber die Datei vom iPad runterkriegen müsste, aber da müsste Herr Müller nochmal, glaube ich, bestätigen, geht nur übers MacBook, meine ich. Also modellieren ist über Shaper. Modellieren nicht das Ding. Ja, modellieren ist nicht das Slicen Ding, aber nicht, die Datei ja. runterkriegen. Ja. Genau, Slicen oder so nicht. Slicen geht nur am MacBook oder am PC. Also Windows oder macOS, aber an sich modellieren eigentlich auf fast allen Plattformen, wo es eine Software gibt, die das Ganze dann als STL exportieren kann oder als OBJ. Genau. Ich mache mal wieder aus, hier kommt der Drucker ist ein bisschen laut. Also das Mikro. Mit DNA haben wir ein bisschen Erfahrung, falls ein DNA-Modell gemeint ist. Und zwar haben wir hier so kleine Schülersets ausgedruckt. Das war eine Lehrprobe von der Referendarin. Und da kriegt jeder Schüler so ein Set mit Thymin,
mit Adenin, Guanin, Cytosin und soll dann, ich glaube, die hatte eine kleine Arbeitsanweisung dabei, und dann können im Prinzip die Schüler mit so einem Set hier vor sich hinlegen, Guanin und Cytosin, wer das noch kennt. Dann kommt der Zucker hinten dran, das Oxyribose hinten dran. Also das muss man auf einer Unterlage wohl besser machen als Freescale. Aber das ist als DNA-Modell cool. Eine DNA so als dreidimensionale Helix zu drucken, ja, das ist eher was für ambitionierte Freunde dann schon, weil man hat einfach wieder wahnsinnig viel Überhänge und so. Man hat Steckverbindungen, die nicht einfach sind. Also da ist vielleicht so ein gekauftes Modell besser. Oder ihr fangt einfach mal an und modelliert es als DNA und versucht es in Tinkercad mal zu modellieren. Also kann man auch machen. Jeder soll einen Teil modellieren und dann packt man sie am Ende zu einem Modell zusammen und schaut einfach mal, wie es aussieht. Man macht wahnsinnig viel Modellarbeit, Modellkritik, setzt sich mit unterschiedlichen Formen der Darstellung auseinander. Also lohnt sich auf jeden Fall, das vielleicht erstmal nur zu modellieren und sich dann zu überlegen, ob es mit dem Druck wirklich so die optimale Sache ist. Und ja, förderwürdig ist es zum Teil. Das kommt immer sehr darauf an. Also wenn es allein förderwürdig ist, heißt es ja noch nicht, dass der Geldgeber, also der Zweckverband oder der Sachaufwandsträger, dass die das dann für förderwürdig halten. Man kann es auf jeden Fall didaktisch sehr gut begründen. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Ihr könnt euch da auf Beispiele und Projekte berufen. Und wenn ihr da was braucht, gerne einfach auch, wie schon gesagt, kurz eine Nachricht schreiben oder wir besprechen uns so mal. Das ist uns schon ein Anliegen, dass sich das ein bisschen verbreitet und vor allem halt mehr als, was man immer wieder sieht, also auf Messen immer noch, sie drucken ohne Ende Schlüsselanhänger. Neulich habe ich in einem Image-Video gesehen, irgendwie da wurde einfach ein Quader ausgedruckt, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, man kann halt viel mehr machen. Und deswegen, da lohnt sich es wirklich. Und vor allem, ganz spannend finde ich auch, gibt es so viele Sachen, nicht nur unterrichtsbezogene Dinge, sondern generell Utility-Kram im Sinne von, also ich habe hier Kabelhalterungen gedruckt, wenn sollte ein IT-Raum da sein, oder sowas, iPad-Halterungen zum iPads laden. Unglaublich, also Herr Müller hat da eigens iPad-Halterungen modelliert, wo Ladekabelführungen mit drin sind, wo immer 5 iPads nebeneinander reinpassen. Genau, selber modelliert, selber gedruckt, mit Schuhlogo. Genau, das war ein so ein Ding. Genau, also das ist hier so ein Fünferpaket. Die kann man mit so einer Steckverbindung zusammenbasteln. Und da sind die Lagerung für 90 iPads. Wenn man sich anschaut, was so ein 10er Packen an iPads, diese Parat-Dinger kosten. Also da kostet ein so ein 10er Ladecube, kostet glaube ich 1200. Wir haben die jetzt da drin mit so einem normalen USB-Hub, der reinpasst und kostet, keine Ahnung, der USB-Hub kostet, glaube ich, 40 Euro und der Druck kostet letztlich, glaube ich, 4 Euro, 5 Euro. Ja, also nicht viel. Oder was ich auch gemacht habe, sind, Moment, kann ich auch kurz zeigen. Ja. Sieht man das? Ja, ein Kabelkamm, um Einzelkabel zu sortieren, etc., weil, naja, ich sag mal, Kabel sortieren kann man nie genug, weil irgendwie entweder verknoten sie sich oder man findet sie nicht unter den ganzen anderen. Also ich sag mal so, kleiner Tipp von mir, ich schreibe es auch mal kurz in Chat, wenn sie mal auf Thingiverse gucken, das ist wie, ach, keine Ahnung, naja, ich sag mal Reddit für 3D-Modelle. Ist das Thingiverse.de oder Thingiverse.com? Ich weiß gar nicht. .com? Ja. Ja, da, das ist, da kann man nennt man Doomscrolling, wenn man einfach nur noch es ist eine Open-Plattform, wo Leute ihre Modelle hochladen können und da gibt's alles, da gibt's wirklich alles. Ach, und jetzt hat eine Kollegin gerade das geschrieben, die Christine, das ist natürlich auch, also das ist ein offenerer Ansatz, also wenn Schüler hier Modelle entwerfen und dann irgendwie Spiele daraus machen, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so unterrichtsnah, aber das ist natürlich auch eine weite Welt. Also ich kann zum Beispiel in Geschichte, dann lasse ich die einzelnen Gebäude, auch vielleicht kleine Gebäude modellieren, druck die aus, bemal die noch und mache dann eine kleine Geschichte in meiner altertümlichen, mittelalterlichen Stadt, die ich aufgebaut habe und bringe dann mal als Wiederholung über 3-4 Stunden nochmal sämtliche Inhalte vom Mittelalter damit rein als kleines narratives Experiment und
in meiner 3D-Stadt. Kann ich auch machen. Ist natürlich noch projektorientierter. Ich kann auch in Englisch das reinbringen. Ja, dann mache ich halt in irgendeiner Form eine englische Stadtführung anhand von ein paar Modellen, die die 3D gedruckt wurden, und mache eine englische Stadtführung dadurch als kleines Video aufgezeichnet. Also, und ein Beispiel vielleicht auch noch. Das hier ist ein Hulk und eine das war von auch einem Schüler, der sich auf ein Kunstprojekt vorbereitet hat zum Thema Superhelden, eine Fotografie. Und er hat halt diese Helden hier 3D gedruckt und bemalt, um dann da ein Fotoprojekt mitzumachen. Was der letzte Punkt ist, den ich noch machen möchte, also wenn so eine Möglichkeit besteht und ich das offen für Schüler anbiete, dann ist das eigentlich Coole, was sich nach ein, zwei Jahren einstellt, nämlich, dass Schüler wissen, da gibt es so einen 3D-Drucker, und dann sagen sie, ich habe so eine Idee, kann ich es nicht mit einem 3D-Drucker machen? Und dann ist eigentlich das erreicht, ich will nämlich nicht, dass 30 Leute die ganze Zeit 3D drucken, klar. Ich will aber, dass die Leute das in ihrem Handlungsspektrum drin haben und wissen, ich könnte da was 3D drucken. Und der Punkt, der stellt sich dann tatsächlich irgendwann ein. Und jetzt haben wir einen Schüler, der bei uns Musikproduktion macht und Videos dreht. Und genau, der hat so eine Maske und die hat er 3D gedruckt. 3D gescannt, 3D gedruckt, mit Pailletten besetzt. Ja, die ist 3D gedruckt. Genau, das ist der Figaro heißt der. Könnt ihr gerne mal das Video auf YouTube anschauen. Ich wusste gar nicht, dass die 3D gedruckt ist. Ja. Ich dachte, die werden gekauft. Nein, die ist 3D gescannt. 3D Nein, gedruckt, echt? Und hat so Pailletten da drauf. Und es sieht schon heiß aus. Als ja. Ob. Genau. Ja, nice. Eine Sache hier auch noch als Beispiel, das war auch aus einem Fotoprojekt, auch von Lukas. Letztendlich hat es ja nicht in der Zeit geschafft, aber das ist ein, auch aus einem Film für Fotografie gemacht, und es hat viel zu lange gedauert zum Drucken, besteht aus drei Teilen, deswegen hat es dann leider nicht mehr gereicht zum Fotoprojekt, weil, ich meine, man sieht es schon, wenn es jetzt 0,05 mm pro Schicht sind, dann braucht halt dieser eine Kopfteil hier, braucht dann halt allein schon 24, 26 Stunden zum Drucken. Also man muss da, das zeigt ja auch die Software an, die Software sagt, so viel Filament verbrauchst du, sei es jetzt in der Länge oder an Gewicht von der Rolle, und so lange dauert das dann ungefähr. Genau. Ja. So, alles klar. So, wir haben zwei Minuten überzogen. Jetzt wartet die Weinprobe bei Molul. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich werde mir jetzt am Ende dieses Schultags, ich fahre schnell nach Hause, weil es gerade nicht regnet, aber ich wünsche viel Spaß bei der privaten Weinprobe oder der Molul-Weinprobe. Ich spreche jetzt einfach für den Tim und sage, es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Richtig? Auf jeden Fall. Nee, hat wirklich Spaß gemacht. Und man hätte noch sehr viel mehr sagen können. Schreibt euch gerne diese Adresse vom Etherpad auf. Schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr wollt, und wenn ihr mehr Infos braucht oder sowas. Und wenn ihr ein Projekt habt oder ein Beispiel, gerne auch nochmal eine E-Mail. Interessiert uns nämlich auch tatsächlich, was so alles geht. Auch das mit dem Spiel. Gerne vielleicht kurz mal eine E-Mail schreiben, um was es da ging, weil das klingt auch schon sehr spannend. Und ansonsten schaut euch das an, und wenn irgendwas jemand sagt mit 3D-Drucken, dann sagt ihr, ja, da könnte ich was mitmachen. Und dann haben wir alles erreicht, was wir heute wollten. Vielen Dank. Und Timki, du hast das Abschlusswort. Ich habe das Abschlusswort. Ja, okay. Also erstmal schade, dass wir nicht mehr Zeit haben, weil bis dann wäre dann auch hoffentlich der Druck fertig gewesen. Das wäre natürlich toll gewesen. Hab ich dem Andi aber gesagt. Ja, ich habe dem Andi gesagt, wir brauchen einen Doppelslot, aber den hat er nicht mehr gehabt. Sorry. Oh. Abschlusswort. Ja, nee, also wie gesagt, hat mir mega Spaß gemacht. Man kann nicht sagen, ich hoffe, wir haben einige Leute irgendwie inspiriert, mehr dazu inspiriert, 3D-Druck in den Unterricht mit einzubringen, beziehungsweise allgemein ins Schulleben. Weil wir machen es mittlerweile so, dass wir auf Sommerfesten oder so kleine Schnickschnack-Sachen irgendwie auch verkaufen, weil das halt, es ist halt doch neu für Leute, und es ist ein neues Gebiet, und dazu kann man echt viele Schüler motivieren, weil, wie gesagt, es ist neu Gebiet, und das ist mittlerweile zugänglich für fast alle, vom Finanziellen her. Deswegen hoffe ich, wir konnten da irgendwie motivieren. Also gut. Dann, ich sag mal, wünsche ich allen hier noch einen schönen Abend. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwie mal in einer anderen Fortbildung zum Lasercutten. Nein, Spaß. Ja, oder Löten. Ich fände Löten tatsächlich. Oh, ja. Ich muss ja, also wer noch hängen geblieben ist, wir haben natürlich auch noch ein paar schöne Bling-Bling-Sachen. Oh ja. Man kann das hier ist richtig cool. So fancy, so eine kleine LED-Lampe aus einzelnen LEDs zusammengelötet. Und mit so einem kleinen, das ist eigentlich noch in so einem Case drin, hier mit einer Batterie,
witziges Projekt, das haben ein paar Oberstufenschüler entwickelt, zusammen mit, glaube ich, einem Artikel in der Make, und haben das mit Kids gemacht. Und ein anderes Beispiel noch hier ist dieses Beispiel von einem Kollegen aus dem Fab Lab. Gucken, ob das... Nee, ich glaube so. Ein bisschen mehr shaken. Ja, genau. Genau, das sind so LEDs, die ganz schnell an- und ausgehen, und wenn man es schnell schüttelt, entsteht ein Herz. Auch ein schönes Projekt. Jetzt müssen wir voll das Feuerwerk abliefern, damit die 13 Leute noch hängen bleiben. Okay, dann machen wir weiter. Weihnachtsschmuck. Orientalischer Weihnachtsschmuck. Oder für einen Computerraum. Ich weiß nicht, es gibt tatsächlich Computerräume bei anderen Schulen, die Kopfhörer schon vorinstalliert haben. Kopfhörerhalterungen, 3D-Drucken, sehr beliebt, richtig cool. Dann ein Projekt, auch wieder ein bisschen mehr mit Löten. Das ist vom Tobi. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da irgendwas zum... Das muss, glaube ich, noch laden, genau. Nee, ist schon. Ja, genau. Also das ist so ein kleines LED-Panel. Hinten dran ist so ein kleiner Arduino. Nee, ist, glaube ich, sogar ein Arduino. So ein Replika irgendwie. Und das kann ich an USB, eine Powerbank anschließen. Und dann kann ich da was programmieren und habe hier oben drei Knöpfe, wo ich was einstellen kann. Also ich habe davon keine Ahnung, ehrlich zu sein, aber das haben die umgesetzt. Das ist auch wieder so ein Effekt. Und 3D-gedrucktes Case und halt hinten so ein bisschen verlötet und mit Heißkleber. Simke, das ist so dein Feld, ne? Mit unglaublich viel Heißkleber reingeknallt. Der Timke mag Heißkleber sehr gerne, weil es so reversibel dadurch wird. Heißkleber in großen Mengen ist kein guter Freund. Kann ich nur jedem mit auf den Weg geben. Oder Valentinstag, Rosen, auch cool, kann man auch in kleiner drucken. Hängt vom Drucker ab, also entweder kann man es gleich mit zwei Farben drucken. Es gibt ja Drucker, die mit zwei Farben drucken können. Oder man macht es einfach in zwei Teilen. Oder gigantische Einhörner, auch klasse. Schächtelchen, um Schrauben aufzubewahren. Sehr cool. Auch schön ein Projekt, was wir an Halloween immer machen. Das ist hier kleiner Halloween-Kürbis und eine kleine LED-Lampe. Eine Empfehlung, keine Kerze reintun. PLA schmilzt bei 170 Grad. Das wird schnell weich. Genau. Ja, beziehungsweise ich glaube, dann wird es sogar verbrennen. Was ich dazu habe, ich habe im Prinzip so eine vorgefertigte Datei gemacht in Tinkercad, weil diese Form erstmal mit diesen Einriffelungen hier und so gar nicht so einfach ist. Aber was die Kids dann einfach machen, so meistens ab der 5. Klasse, sie nehmen einfach Hohlformen und stechen die hier aus und machen halt wie mit einem klassischen Kürbis, ich mache gleich noch andächtig das Licht aus, und schneiden einfach hier Sachen aus mit Hohlformen, also ein Hohlformquader, und schneiden die hier aus und machen halt ihren digitalen.